Ich habe kürzlich aus dem 2. Mosebuch wieder mal den Text gelesen von den 10 Plagen. Mein, das war ja damals klar. Gott ist wirklich der lebendige Gott. Na, das war ja so, dass Israel in Ägypten war, die waren unterdrückt worden und der Pharao wollte sie nicht gehen lassen. Und Gott hat aber durch Mose das Volk herausgeführt mit 10 ganz mächtigen Plagen. Also Ägypten kam so richtig unter Druck. Und es wurde ganz klar und eindeutig, der Gott von Israel, das ist der richtige Gott. Also nicht die Götzen von Ägypten, sondern der Gott von Israel, das ist der richtige, wahre und lebendige Gott. Ja, und als ich diese Texte wieder so mal gelesen habe, dachte ich, also Gott, warum könntest du das nicht heute auch wieder mal so tun? Oder einfach so ganz klar und scharf und es ist von Gott. Man würde nicht viel mehr Menschen an Gott glauben, hätten wir nicht viele Zweifel, schlicht nicht, weil es einfach so deutlich ist. Und ich musste für mich selber sagen, ja, da kommt bei mir manchmal schon Zweifel auf. Ich meine, ich glaube, dass Gott das alles kann und mächtig ist. Keine Frage für mich. Und Gott hat so viele Dinge in der Bibel uns verheißen, ja, das glaube ich auch alles. Aber wenn es so konkret wird, jetzt bete ich und dann wirkt Gott, habe ich da und dort schon erlebt, dass es dann eben doch nicht ganz so gekommen ist. Und da merke ich, dass mein Glaube zuweilen auch von Zweifeln bestückt ist. Und ich habe mir Gedanken gemacht, ja, wie kommt das in der Bibel vor? Zweifel, gibt es das überhaupt für Menschen, die ja grundsätzlich an Gott glauben? Ich bin da natürlich bei Thomas, dem Zweifler, stecken geblieben. So eine Geschichte, die da das sehr gut zum Ausdruck bringt. Also sagen wir mal, das ist jetzt eben da dieser Thomas. Der Thomas, das war ja einer der 12 Jünger von Jesus. Einer, der so ein bisschen ein Großmaul gewesen ist. Im Zusammenhang mit Lazarus war er es, der gesagt hat, komm, wir gehen da mit Jesus zu ihm und lasst uns mit ihm sterben. Ja, also man hätte den Eindruck bekommen, der Thomas, das ist so richtig ein Glaubensheld. Also wenn den etwas erschüttert, das geht gar nicht, sondern der geht sogar für Jesus in den Tod, das ist so richtig ein Glaubensheld. So müsste es doch irgendwie sein. Ja, das hat funktioniert, solange er die Zeichen und Wunder von Jesus gesehen hatte. Oder jetzt ist alles klar, Jesus ist der Messias. Bis zu dem Zeitpunkt, als Jesus gestorben ist. Ja gut, jetzt hängt Jesus dort am Kreuz. Er ist so schnell gestorben, dass man ihm da in der Seite die Seite geöffnet hat. Wasser und Blut ist da rausgekommen. Es war klar, Jesus ist gestorben. Und jetzt fällt bei den Jüngern der ganze Glaube zusammen. Also es war doch noch so klar gerade eben. Er hat so viele Wunder getan. Es war so deutlich, Jesus ist der Messias. Und jetzt stirbt er ihnen unter den Händen weg. Jetzt dachte man doch, er würde die Römer besiegen. Jetzt ist aber umgekehrt gekommen. Die Römer hatten gegen Jesus gesiegt. Ja, was wollen wir denn jetzt noch? Oder noch so stabil war der eigene Glaube und plötzlich ist alles in sich zusammengefallen. Ja, hat man sich so getäuscht, war alles dermaßen vergeben. Funktioniert der Glaube eben doch nicht? Ja gut, die Geschichte geht weiter, wir kennen es, Jesus blieb nicht bei den Toten, am dritten Tag an Ostern ist er auferstanden. Man könnte sagen, ja gut, jetzt ist ja alles wieder gut. Also man hat das zwar nicht verstanden mit dem Tod, aber immerhin, er lebt ja wieder, jetzt ist also alles wieder gut. Ich meine, die Soldaten hatten ihn gesehen, dann die Frauen, dann der Petrus, dann die Emmaus-Jünger. Ja, und jetzt offenbart sich Jesus auch seinen Jüngern. Also, es hat ein bisschen gedauert, bis die das dann kapiert hatten, aber jetzt ist Jesus auferstanden. So, jetzt könnte man sagen, ja, jetzt ist der Glaube wieder Vollschub, ist alles wieder in bester Ordnung. Das Dumme war nur, der Thomas war nicht da. Als Jesus sich offenbarte, war Jesus mit den Jüngern, aber eben ohne Thomas alleine. Und das ist natürlich jetzt schon ein Nachteil für Thomas. Lesen wir da mal die Geschichte aus Johannes 20, dort ab Vers 24. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen,
wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehen und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Ja, also der Thomas, der war wirklich benachteiligt. Oder jetzt ist ja die Situation umgekehrt, dass Thomas zwar bei den Jüngern war, aber Jesus war nicht mehr da. Ja, wie soll man jetzt glauben, dass Jesus auferstanden ist? Er ist ja gestorben, das hat er gesehen. Und jetzt könnte es ja sein, dass die Jünger da, die anderen Kollegen da, dass die einfach untereinander hinter seinem Rücken durch abgemacht haben, komm, wir sagen dem einfach, Jesus sei auferstanden. Ja, die hatten ja den Thomas gekannt, das war so ein bisschen nicht so ein stabiler. Wir sagen dem einfach, Jesus ist auferstanden, ist alles wieder gut. Ja, wie kam das bei Thomas an? Nein, das könnte ja falsch sein, was die da sagen. Also das könnte ja wirklich ein Komplott oder so, ein Fake sein, stimmt gar nicht, dem kann man nicht glauben. Also Thomas ging davon aus, ich kann dann glauben, wenn ich einen Beweis habe. Dann ist es klar. Aber wenn ich diesen Beweis nicht habe, dann kann ich nicht glauben. Er braucht zuerst einmal einen Beweis, den hat er jetzt aber nicht. Oder? Jetzt ist er irgendwie da so und jetzt ist er sich da so am Überlegen, ich mal da mal eine Hand hin. So, er macht sich Gedanken, geht das da überhaupt, was die Jünger da sagen? Nein, es geht nicht, denn man kann ja nicht aus den Toten auferstehen, also funktionieren würde das nicht. Man kann nicht glauben, wenn man nicht einen Beweis hat. Das ist so das Denken gewesen, der Thomas da an den Tag gelegt hat. Na gut, oder wenn wir doch Jesus live gesehen hätten, also, du würdest sicher auch sagen, dann würde ich nie mehr zweifeln, oder nicht? Oder wir können ja die Entschuldigung bringen, ja, wir leben ja 2000 Jahre später, wir hatten ja Jesus nicht gesehen, also das entschuldigt ein bisschen, dass wir ab und zu mal zweifeln, aber wenn ich damals gelebt hätte und Jesus live gesehen hätte, oder jetzt heute Jesus live da wäre, ich würde auf Jesus hinweisen und sagen, das ist mein Glaube und das ist Gott und so weiter, also wir würden doch nicht zweifeln. Ja, ist das so? Oder manchmal wünscht man sich, dass Gott so ganz klar sich offenbart. Wir hatten so mal in der Jugendgruppe damals einen Mose-Film gesehen, daneben mit diesen 10 Plagen, wie ich es anfänglich erwähnt habe. Und dann hatten wir nachher noch so diskutiert und zueinander gesagt, also wenn wir damals Teil des Volkes Israel gewesen wären, die so deutlich die Wirkungen Gottes erlebt hätte, also man hätte doch nicht gezweifelt. Die machen jetzt da ein goldenes Kalb kurz danach. Ja, nein, hätten wir doch nicht gemacht. Also wenn ich Gott so erlebt hätte, wie die damals, dann hätte ich nicht gezweifelt. Sondern im Gegenteil, ich hätte das proklamiert gegen außen. Das ist unser Gott und mein Glaube wäre voll okay gewesen. So, ich wäre stabil im Glauben gewesen. Also wenn ich das so erlebt hätte, wenn ich ein Wunder gesehen hätte von Gott, dann würde ich nicht zweifeln. Ja, lesen wir mal die Geschichte weiter vom Volk Israel. Wie ging das? Die hatten diese 10 Wunder erlebt, eindeutig übernatürlich. Aber kaum waren sie draußen, dann in der Wüste, dann war nichts mehr von Glaube da. Ja, der Mose war noch auf dem Berg, hat mit Gott kommuniziert. Und das Volk fällt voll in den Zweifel hinein. Oder? Und wir merken irgendwie, ja, ganz so einfach ist das nicht. Wir haben da unsere Fragezeichen. Und jetzt sind wir plötzlich auf der Seite und wir greifen uns da an den Kopf und wissen nicht so recht, wie das mit dem Glauben funktioniert. Und ich frage mich, ja, ist es bei uns nicht ganz ähnlich? Ich meine, der Thomas, der hatte ja Jesus live gesehen, aber als die Krise kam, hat er doch gezweifelt. Und das Volk Israel hatte Gott live erlebt. Aber als dann wieder ein bisschen eine andere Zeit gekommen ist, hatten sie doch gezweifelt. Also stimmt der Ansatz von Thomas überhaupt, dass man zuerst einen Beweis braucht und dann kann man glauben? Nein, ich glaube, das funktioniert nicht. Der Glaube kann letztlich nicht genährt sein, indem ich Gott einfach erlebe. Das ist zwar eine Hilfe, ja,
Aber ein Gotteserlebnis an sich hilft mir nicht, dauernd dann im Glauben zu stehen. Ja, wenn irgendwie eine andere Krise kommt, dann fällt das dann eben doch wieder zusammen. Ja, wie war es bei Israel? Oder Israel, die hatten geglaubt, aber dann ist die Wüstenzeit gekommen und dann war eben wieder der Zweifel gekommen. Und ich frage mich, ob das in unserem Glauben nicht eben auch mit, ja vielleicht nicht gerade Alltag, aber zum Leben als Gläubiger dazugehört, dass man ab und zu seine Zweifel hat. Kennst du das? Ja, wir haben ab und zu Zweifel. Ab und zu ist der Glaube schwierig. Ab und zu ist es nicht so einfach, einfach zu glauben, so wie wir es gesungen haben, Halleluja, ist alles da. Manchmal ist der Glaube schwierig. Und das ist normal. Oder wir kennen ja die Bibel so ein bisschen. Und in der Bibel hat es ja tonnenweise Verheißungen drin. Da müsste man doch eigentlich locker so glauben können. Ja, wir kennen zwar diese Verheißungen, aber so in der Praxis drinnen ist es denn eben doch manchmal schwierig, einfach wirklich diesen Verheißungen zu glauben. Also ich habe das schon häufig erlebt, da liest man etwas, wow, das ist Gott, und dann probiert man das aus und dann hat es irgendwie doch nicht funktioniert und dann überlege ich, ja, vielleicht müsste man die Bibelstelle eben anders lesen, anders verstehen, ja, und dann ist eben manchmal Zweifel da. Oder man könnte ja sagen, so wie Thomas gedacht hat, ja, die Jünger haben das nur so gesagt, stimmt ja gar nicht. Oder so kommt vielleicht mal der Gedanke auf, ja, das steht zwar heute schon so in der Bibel, aber es könnte ja sein, dass das ein Fake ist. Ah, da kann man doch nicht ganz so der Bibel vertrauen und so. Und dann kommt der Zweifel eben trotzdem. Ich meine, solange es gut läuft, ist ja kein Problem. Oder da kann ich sagen, Halleluja, und ich lebe im Glauben, aber wenn dann eben etwas geschieht, was nicht so einfach ist, und die Finanzen und irgendeine, weiß ich was, der Doktor sagt mir etwas, oder was mir dann Mühe bereitet, die Kinder wollen nicht ganz so, wie ich will und so weiter, Arbeitsstelle. Oder ich sage mal Corona. Ich meine, inwiefern hat die Corona-Situation sichtbar werden lassen, wie mein Glaube wirklich ist? Ja, ich meine, wenn es läuft, dann läuft es. Aber jetzt ist die Corona-Krise, gut, jetzt haben wir vielleicht wieder ein bisschen mehr Freiheit, aber in dieser Krise wird sichtbar, wie ist mein Glaube in Gott verankert? Ist jetzt die ganze Zeit Angst da und was jetzt alles noch irgendwie sein könnte? Oder kann ich sagen, da ist dieser Gott und der bleibt ganz genau gleich bei mir, ob jetzt Corona ist oder nicht? Ich kann vielleicht nicht alles einordnen, ich verstehe nicht alles, aber was ich weiß ist, Gott ist da. Und ich glaube, die Corona-Situation macht ein bisschen sichtbar, wie ist mein Glaube? Bin ich wirklich so vertieft in Gott? Wie ist das? Oder theoretisch wissen wir schon, die Bibel hat gesagt, alles dient zum Guten mit. Römer 8, 28. Ja, diese Stelle kennen wir schon, aber so in der Praxis drinnen dann zu glauben, Gott meint es wirklich gut, das ist dann schwierig. Ja, wir können schon ein Lied singen, Gott ist gut, aber das in der Situation drinnen, ja, manchmal schwierig, aber ich glaube, das gehört dazu. Gott ist der, der trotzdem durchträgt. Und trotzdem haben wir ab und zu mal eine Nacht, wo wir durchwachen, weil die Sorgen da sind und drehen und wir bringen sie trotzdem nicht los. Kennst du das auch? Ich glaube, das gehört mit zum Glaubensleben. Manchmal geht das da nicht. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Da wird ein Gebet nicht so erhört, wie man denkt. Man wünscht sich, dass Gott ganz klar redet. Wir bitten Gott, schenke mir doch mal einen Traum, dann weiß ich wenigstens wieder, wie weiter. Aber Gott schweigt manchmal. Und dann ist es schwierig zu glauben. Dann ist der Zweifel dann schnell irgendwo mal da. Ja, schauen wir mal, wie geht die Geschichte weiter. In Johannes 20, Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ja, jetzt haben wir also die Situation, dass Jesus plötzlich wieder da ist.
Thomas ist jetzt auch mit dabei. Und wie reagiert jetzt Jesus auf den Zweifel von Thomas? Ja, Jesus hat jetzt nicht gesagt, also du Thomas, vor 2 Jahren hatte ich dich berufen, auch vorhin hattest du das eine und andere schon gesehen. Also nach 2 Jahren mit mir Intensivunterricht hätte ich schon mehr erwartet. Reagiert Jesus so? Nein. Mir scheint in dieser Geschichte, dass Jesus sowieso weiß, dass wir Menschen sind und schwach sind und manchmal der Glaube nicht so da ist. Und jetzt geht Jesus voll auf den Zweifel von Thomas ein. Oder? Wie reagiert er? Jesus begegnet Thomas mit viel Liebe. Ja, er nimmt sich der Zweifel an. Ja, da ist die Notsituation. Ja, was sagt Jesus? Du, ich bin jetzt im Fall da. Gut, es hat 8 Tage gedauert, aber das gehört halt auch dazu. So, ja komm, dann komm mit deinem Finger, du hast doch das gewollt. Ja, komm. Jesus lässt sich bitten. Oder? Und ich frage mich, stimmt denn das mit dem Glauben, dass zuerst ein Beweis da sein muss, bis dann der Glaube funktioniert? Nein, ist es nicht umgekehrt? In Hebräer 11, Vers 1 lesen wir, der Glaube ist aber eine gewisse Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aha. Also der Vers sagt nicht, du musst zuerst den Beweis haben, dann kannst du glauben. Nein, es ist gerade umgekehrt. Mach den Glaubensschritt auf etwas, was man noch nicht sieht, dann wirst du im Nachhinein dann schon Gott wieder erfahren. Aber es ist zuerst dieser Glaubensschritt, den wir zu machen haben. Glauben ist etwas anzunehmen ohne Beweis. Oder wir als Menschen wollen zuerst den Beweis, dann glauben. Die Bibel sagt es aber umgekehrt. Zuerst diesen Schritt ins Köpfler, ins kalte Wasser. Also zuerst diese Unsicherheit mal ablegen und dann glauben. Und indem man glaubt, wird es dann klar. Und ich drücke das mal so aus. Oder wenn das die Zeitachse ist, dann werden wir, wenn wir dann geglaubt haben, rückblickend wird es dann klar. Aber eben erst rückblickend. Glaube bedeutet also, dass wir zuerst loslassen. Oder wir wollen unsere Sicherheiten und dann klammern wir uns da und ich brauche den Beweis und dann könnte ich glauben. Und Gott sagt, nein, umgekehrt. Wage es loszulassen, sonst kannst du nichts Neues aufnehmen. Wenn du dich festklammerst an der Sicherheit, dann kann Gott nichts geben. Sondern mach diesen Glaubensschritt, indem du loslässt und sagst, ich verstehe ja nicht viel und nicht alles, aber das glaube ich und da gehe ich diesen Schritt. Und indem du so glaubst, wird rückblickend Gott reagieren. Zum Beispiel, indem er dir einen großen Frieden ins Herzen gibt. Plötzlich ist da wieder diese Ruhe da und du merkst, du, das ist übernatürlich. Noch eben bin ich da wie ein Waschbär gewesen. Hä? Und jetzt ist da plötzlich diese Stabilität da und rückblickend merkst du, ah, das ist eben Gott. Oder wir verstehen plötzlich, warum die Botschaft von Gott für viele Menschen töricht ist, wie das Paulus im 1. Korintherbrief sagt. Töricht, das kann doch nicht sein, dass mit Adam und Eva und die ganze Menschheit in der Sünde ist, aber Jesus gekommen ist, die Sünde weggenommen hat, wir jetzt an Gott glauben können. Also, dass der in der Krippe liegt, dass der am Kreuz stirbt, dass der Messias ist, das geht doch alles nicht. Ja, äußerlich gesehen, nein. Und jetzt braucht es zuerst den Glaubensschritt, zuerst das Loslassen. Ich kann es zwar nicht einordnen, aber Gott, ich vertraue dir, es ist so, wie es du in der Bibel gesagt hast. Und indem ich das tue, wird rückblickend dann die Stabilität im Herzen wieder da sein. Oder wenn sich Gott offenbart, dann offenbart er sich nicht einfach boah, in der großen Breite, das ist sehr selten. Sondern wenn sich Gott offenbart, dann ist das immer so ein bisschen verborgen. Gott offenbart sich verborgen. So ein bisschen zeigt er. Aber mehr eben nicht. Und das macht uns dann Mühe, weil wir zuerst den klaren Beweis wollen, oder? Für uns muss es immer ganz klar sein. Gott sagt, ja, ich zeige dir schon mal so ein bisschen, weil ich dich trainieren möchte zu glauben. Vertraue dem Wenigen, was du siehst und klar ist. Und indem du es glaubst, wird rückblickend dann für dich in den inneren Augen alles offenbar sein. Aber immer erst im Nachhinein. Also Gott offenbart sich
aber er macht das verdeckt. In Hebräer 2, Vers 8 heißt es, alles hast du unter seine Füße getan, jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Also Jesus ist zwar vollkommen der Herr, er offenbart uns das aber nur verdeckt, sodass man es nicht so eindeutig sieht, jawohl, er ist es, aber in dem Moment, wo ich das eben trotzdem glaube, dass er es ist, der eben der Messias ist, dann werde ich das auch erleben. Aber es ist immer zuerst verborgen. Oder im 1. Johannes 3, Vers 2 steht, wir sind schon Kinder Gottes, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also, wir sind es voll, aber man sieht das noch nicht so ganz. Und das macht unser Glaube schwierig, aber Gott offenbart sich eben auf diese Art und Weise, weil er uns im Glauben trainiert. Weil er sagt, nimm das, was du verstanden hast und glaube, dass das Ganze eben da ist. Das ist schwierig, aber diesen Schritt können wir gehen lernen. Und darum würde ich mal sagen, man kann Jesus nicht beweisen. Nein, das können wir nicht. Es ist darum normal, dass wir als Gläubige zuweilen auch zweifeln. Dass wir manchmal nicht so voll im Glauben vorwärts gehen, wie man sich das eigentlich wünschen könnte. Aber ich sage mal, das ist normal. Aber was hat jetzt Jesus mit Thomas gemacht? Wie hat Jesus reagiert? Oder er hat ja gesagt, wir haben es gelesen, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das heißt, wage es loszulassen. Wage es, auch wenn du mich noch nicht gesehen hast, trotzdem zu glauben, dass ich der Auferstandene bin. Mach diesen Glaubensschritt, auch wenn das, was offenbart ist, erst durch andere Zeugen, durch die Frauen, durch die jüngeren Kollegen offenbart ist. Ja, du hast mich noch nicht ganz gesehen. Als auferstanden. Aber glaube das, was bereits offenbart ist. Ja, da zweifeln wir manchmal, aber Jesus bringt das nicht so aus der Fassung. So quasi Jesus sagt, komm, wir wollen miteinander vermehrt wieder lernen, einfach der Bibel zu vertrauen. Auch wenn da vieles noch nicht so klar ist, wie ich das gerne hätte. Da ist vieles einfach mal Text. Ich möchte ja Gott erleben. Ja, indem ich glaube, werde ich rückblickend eben dann das erleben, was die Bibel dann sagt. Also zu glauben, das ist nicht einfach etwas Unreflektiertes, sondern zu glauben hat ein Fundament. Es ist einfach ein Fundament, das erst im Nachhinein sichtbar wird, aber es ist da. Und diesen Prozess jetzt zu gehen, die Aussagen zu fassen, auch wenn sie erst im Nachhinein klar sind. Wage es zu glauben. Wage es loszulassen. Ja, es ist am Anfang kaltes Wasser, aber du wirst es erleben, es funktioniert. Dann kommt dieser Friede, diese Ruhe von Gott wieder und du merkst, warum hatte ich eigentlich nicht schon vorher vertraut? Also da hätte ich mir jetzt schlaflose Nächte ersparen können. Gott ist ja da. Oder? Und dann trägt es wieder. Aber wenn man so im Zweifel drinnen ist, geht es gerade nicht. Nun, wie ist die Geschichte weitergegangen? Johannes 20, Vers 28. Thomas antwortete und sprach ihm, also Jesus, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, glücklich zu nennen sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja klar, für Thomas ist jetzt klar, der braucht den Beweis jetzt nicht mehr, da braucht er den Finger nicht mehr hineinzulegen. Aber Jesus sagt, das, was ich an dir lehren möchte, ist das, dass du vertraust, ohne dass du es schon gesehen hast. Klar, Gott hilft uns dann. Er kommt uns entgegen und sagt, komm, ich hilf dir da in deinen Zweifel drinnen. Da kommt er uns da entgegen, oder? Dass wir lernen zu glauben, dass der Glaube dann auch funktioniert, wenn Jesus mal nicht gerade so nahe da ist. Jesus macht das, er hilft uns, aber das Ziel ist, dass wir auch glauben können, wenn ich es gerade noch nicht sehe. Das ist der stabile Glaube. Das ist das, was trägt. Und jetzt hat Thomas natürlich Jesus bekennen können, du bist tatsächlich, du bist Gott. Ja, jetzt war die Frage nicht mehr da, jetzt war es klar. Thomas ist einer, der durch den Zweifel hindurch begriffen hat, was Jesus ihm sagen möchte. Ja, der hatte eine schwierige Runde. Er hat sich blamiert vor seinen Kollegen. Aber er hat etwas verstanden von dem, was Jesus ihm mitgeben wollte.
Oder man kann sich dann im Nachhinein schon kneifen, warum habe ich das nicht gemacht? Eigentlich so peinlich. Aber gerade das ist ja der Prozess, den Gott mit uns geht. Wir haben etwas gelernt. Was ich mitnehme aus der Geschichte ist, Jesus hat sich bitten lassen. Das heißt, man kann zu Gott rufen und schreien und sagen, Gott, ich verstehe das total nicht, hilf mir und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, Gott hat diesen Ruf gehört und hat entsprechend reagiert. Und das heißt, für uns dort, wo wir am Zweifeln sind, dürfen wir das Gott sagen. Du Gott, ich bringe das jetzt echt nicht zusammen. Das ist für mich so halb, da stimmt doch etwas nicht. Und jetzt rufen wir da mal zu Gott. Haben es nicht die Psalmisten genauso getan? In ihren Zweifeln hatten sie zu Gott gerufen. Aber dann kam wieder diese Überzeugung, doch Gott ist doch Gott. Dann hat man es innerlich wieder fassen können. Man hat loslassen können. Und dadurch kommt dann der Friede Gottes wieder in einem hinein. Hey, das ist dann eben der Weg, wie Gott es eben macht. Darum im Zweifeln drinnen, lasse dich nicht einfach fahren. Oder sonst versinkt man so in der Traurigkeit und Gott liebt mich nicht und boah. Nein, wage diesen Schritt zu glauben. Kopiere die Psalmisten, so dass wieder eine Begegnung mit Gott kommt, so wie das bei Thomas auch der Fall gewesen ist. Und dann kommt der Motor des Glaubens dann wieder. Corrie ten Boom hat mal gesagt, gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Ah, das finde ich gut. Also, wage es zu glauben, dann wirst du erleben, dass Gott wieder dir diesen Frieden gibt. Und indem du jetzt wieder eine neue Begegnung mit Gott hast, hilft das ja wieder im Moment. Aber wenn du das immer wieder so machst, dann merkst du mit der Zeit, hey, Gott ist immer vertrauenswürdig, auch wenn er gerade jetzt nicht da ist. Und dann hilft das, durchgetragen zu werden. Nun, wir wissen nicht, wie die Geschichte mit Thomas weitergeht. Aber was wir wissen, es gibt eine Überlieferung, dass die Apostel untereinander dann die damals bekannte Welt unter sich aufgeteilt hatten und Thomas den Weg nach Indien und Indien selber als Gebiet erhalten hat, wo er die Botschaft von Gott weitergibt. Und das heißt, auch wenn wir nicht wissen, was er dort getan hat, der ging mit Glauben weg, sonst wäre der doch gar nicht gegangen. Der hat etwas gelernt von Jesus und das konnte er weitergeben. Ja, er war ein Großmaul, hat aber gezweifelt, aber jetzt hat ihn Jesus dazu gebracht, dass er das Umgekehrte nun tun kann. Er konnte Menschen vom Zweifel hin in die Stabilität bringen. Und darum für uns, ja, wir zweifeln manchmal. Aber jetzt verurteile dich nicht deswegen, sondern Gott ist ja eben gerade da, um uns zu helfen. Lasse dich nicht im Zweifel einfach treiben, sondern sage das Gott. Rufe zu ihm, wie die Psalmen, wie die Psalmisten es zeigen. Oder du kannst in der Kleingruppe das mal erwähnen. Ein Moment ist für mich gerade schwierig, dass man füreinander da sein kann. Und wenn du es dann aber wieder erlebt hast, ah, Gott ist ja tatsächlich da, ich kann es innerlich wieder fassen, hey, dann erzähl das anderen. Dass andere auch wieder gestärkt werden, denn andere sind auch mal da, mal dort in einer Zweifelsphase drinnen. Und so können wir uns gegenseitig stärken, im Glauben vorwärts zu gehen. Das Erfahrene können wir weitergeben. Und somit ist eben der Glaube nicht etwas Unreales, sondern der Glaube hat eben ein Fundament. Es ist einfach der erste Schritt, den wir im Glauben tun. Dann wird es dann klar. Hey, lasst uns darin üben. Bist du auch mit dabei? Hey, Gott kennt sowieso. Lass uns beten, dass wir innerlich neu angedockt sein können, dass wir auch loslassen können, wo das eben dran ist. Vater im Himmel, danke, dass du uns alle mal kennst und dass für dich mal ein Unglaube, mal ein Zweifel nichts ist, was dich erschüttert. Sondern im Gegenteil, du kommst zu Thomas, du bist zum Volk Gottes gekommen, damals in der Wüste. Und danke, dass du auch bei mir bist. Auch dort, wo ich zweifle, da bist du trotzdem da und du führst mich. Herr, gib uns immer wieder neu diese Perspektive, dass es reicht, nur wenig offenbar zu bekommen, aber dass eben doch das Ganze dahinter ist. Dass wir loslassen können. Vater, ich bitte für solche, die vielleicht seit Monaten aufgeraut sind, für die der ganze Glaube irgendwo nicht mehr stimmt, dass sie innerlich loslassen dürfen, um Neues zu empfangen.
wo man innerlich aufatmen kann. Ah, das bist du ja doch tatsächlich. Schenke neu diesen Frieden, diese übernatürliche Ruhe für solche, die schon lange irgendwo getrieben sind. Danke, dass du hilfst, dass du uns kennst, dass du uns aber auch wieder erleben lässt, dass der Glaube eben tatsächlich trägt. Danke, dürfen wir bekennen, du bist wirklich gut. Wir singen es nicht nur, sondern du bist wirklich gut. Danke, Vater im Himmel. Lass uns ihn preisen, denn er ist wirklich gut. Das braucht manchmal so ein bisschen einen Glaubensschritt. Hey, er ist wirklich gut. Aber dann lasst uns ihn eben gemeinsam preisen. Auch mit dem nächsten Lied. Er ist der gute Gott und er geht mit dir unterwegs, auch diese Woche. Amen.